Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und ja, wir waren ja dabei, heute mal den Wassertempel wieder ein bisschen zu besuchen. Lange ist es her, dass wir hier waren. Nam, 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 nam. Und wir gucken mal, wie gut das klappt. Wir haben zwar immer noch nichts zum Atmen, sollte aber nicht das Problem sein. Treffe ich den eigentlich so? Yeah, ich treffe den sogar wirklich so. Das ist ja easy. Und, wo ist er? Ah, Mann. Habe ich den nicht getroffen wegen diesem Auge. Yeah, nochmal getroffen. Und, nochmal getroffen. Jetzt ist er tot. Das ist ja einfach. Das ist ja richtig einfach. Damit sind irgendwie die Wassertempel so ein bisschen obsolet geworden, ne? Also so ein bisschen... Zack, getroffen. Zack, getroffen. Zack, getroffen. Gehen wir wieder hoch. Holen ein bisschen Luft. Ich will ja nur so ein bisschen Prismarin abbauen, damit wir uns den Akquisator bauen können. Ey, nee, abbauen hier. Ha! Noch erwischt. Zack. Zack. Da kommt der Speer wieder. Das ist wirklich, also das macht das Ganze irgendwie sehr einfach. Braucht ja nicht mal irgendwas zum Atmen. Man kann ja einfach so... Und erwischt. Ah, Mist. Ich dachte, der schwimmt jetzt weiter. Da hat der mich verarscht. Aber wir gehen mal hier an so eine Ecke. Oh, Fisch. Irgendwie aufgetrieben von da unten. Wir gehen mal hier an so eine Ecke, weil ich würde hier gerne einfach mal was abbauen. Weil wir brauchen das ja... Das dauert aber ganz schön lange. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Warte, wir gehen mal hier so ein bisschen hier hin. Das ist ja viel weiter oben. Vielleicht kommen wir da... Ich weiß nicht, ob der Dicke da an uns rankommt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Einfach mal hier hin. Das schaffe ich gar nicht in der Zeit. Aber wir können mal gerade versuchen, weil das ist so weit oben. Wenn wir hier stehen. Guck mal. Können wir gemütlich atmen. Boah, das dauert ja ewig. Das mit so einer Diamantspitzhacke? Geht das überhaupt kaputt? Das dauert ja länger als bei Obsidian. Halleluja. Oder habe ich da Abbau minus wegen dem Dicken hier? Also wegen dem Wächter da. So. Boah, das dauert ja. Okay, aber wir brauchen auch nicht so viele, ne? Glaube ich. Hahaha. Oh, weia. Aber ich glaube, das ist nicht so gewollt. Ich glaube, das sollte schneller gehen. Und sonst so. Können wir ja ein paar Seegeschichten zum Besten geben hier. Alter Schwede, dauert das. Die Spitzhacke gibt darüber ja auch einen Geist auf. Also. Kann wirklich nicht so gewollt sein. Naja gut, ich ziehe das jetzt mal hier durch. Damit wir ein paar haben. Aber genau genommen müssen wir den ganzen Kopf abbauen und noch ein bisschen mehr. Also hier diesen ganzen oberen Ring und dann nochmal ein paar, glaube ich. Oder? Ne, wir brauchen... Ja doch, wir brauchen 5x5, ne? Also 5, 4, 4, 4 wären 4, 8, 17 Stück bräuchten wir. Wir haben gerade 3. Das heißt, wir werden hier 3 Folge lang Steine... Oh mein Gott. Ja, komm, bla bla bla. Nerv mich nicht. Ich glaube, das liegt echt an diesem Effekt, oder? Das ging doch mal schneller. Wir haben doch schon mal ein bisschen Prismarin. Ach nee, wir haben Seelaternen zerlegt, ne? Das ging schnell. Aber diese Steine hier, das dauert ja... Das kann mir ja keiner erzählen, dass das so gewollt ist.
Kann mir echt keiner erzählen, dass das so gewollt ist. Ich überleg grad. Hallo, danke. Wie machen wir das denn am besten? Warte mal. Wir nehmen mal das Boot, fahren mal weg, kommen mal wieder und versuchen nur so eine Ecke anzuknabbern. In der Hoffnung, dass dann, ach hier, guck mal da. Die droppen das ja auch, ne? Warte mal. Schmeiß mal den rohen Fisch weg. So. Das sind Marienkristalle, ne? Droppen die ja auch, wenn die sterben hier unten. Aber wir fahren jetzt mal gerade weg und kommen mal wieder. Ich weiß gerade gar nicht, ob das an diesem Debuff liegt von dem Wächter hier. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Seetempel gesehen. Von daher, also so ein Unterwassertempel. Von daher bin ich da äußerst nubig unterwegs. Oh, wann geht das denn weg, ey? Hält das so lange an? Aber wir können ja einfach testen, ob es daran liegt. Nehmen wir, pass mal auf. Oh, hi. Hast du eine Nautilus-Schale? Hast du? Nee, hast du nicht. Okay. Ja, es liegt daran. Weil wir brauchen auch ewig, um Kies abzubauen. Es liegt wirklich daran. Das heißt, wir müssen die erstmal töten, ja? Dann können wir da gemütlich abbauen. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie auf Kette kriegen. Boah, das sind aber mehrere, ne? Was würde Captain Blaubeer in unserer Situation tun? Keine Ahnung, ich habe nie Captain Blaubeer geguckt. Hier gibt's doch ganz viele. Die müssen doch reichen. Ist auch noch einer? Oh. Nochmal hoch. Auch echt was mit Wasseratmung, ne? Das ist so furchtbar anstrengend. Also auf. Wir gucken mal. Oder? Warte mal. Wie weit geht's denn überhaupt da rein? Ja, wir machen das hier mal frei. Komm. Komm mal her. Mein Freund. Danke. Danke. Noch einmal. Wunderbar. Ist mir egal. Sind die denn jetzt da abgeblieben? Wollte ich gerade sagen. Danke. Ups. Da habe ich nicht aufgepasst. Nee, komm. Wir gucken mal, was unsere Schildkröten machen, weil mit denen ihrer Rüstung hält man ja unter Wasser länger aus. Man hat zwar nicht Wasseratmung, also man kann nicht endlos unter Wasser bleiben, aber man kann immerhin länger unter Wasser bleiben. Das ist schon mal ganz angenehm. Und außerdem brauchen wir eh noch ein paar Nautilus-Schalen. Das heißt, das ist gerade wirklich... Das dauert. Das dauert zu lang. Wir brauchen unbedingt Wasseratmung. Wir können ja erstmal hingehen und können jetzt ein paar Bücherregale machen und machen mal unseren Verzauberungstisch ready. Machen wir den mal groß und stark. Und dann gucken wir mal, dann kommen wir zurück zum Wassertempel und zeigen dem, was geht. Aber erstmal gucken wir, was unsere Schildkröten so machen, unsere kleinen. Ob die mittlerweile geschlüpft sind. Wie paddel ich eigentlich? Ich habe den Dreizack in der Hand und... Ja, ich frage einfach nicht. Ist egal. Können wir eigentlich von hier so... Oh. Guck mal, das ist voll OP. Die kommt ja gar nicht her. Ja gut, man müsste jetzt noch treffen. Aber die heilt sich ja auch, ne? Die kriegen wir so schnell gar nicht tot. Weißt du, der auch nicht. Der kriegt auch gar keine Aggro-Range. Ups. Was ist hier? Okay, immer noch gerissen. Also der Dreizack ist schon eine coole Waffe, aber man merkt, dass der an manchen Stellen ein bisschen übertrieben gut ist. Die sind immer noch nicht geschlüpft und auch noch nicht in ihrem See. Okay, dann gehen wir zurück.
und gucken, dass wir erstmal ein bisschen am Verzauberungstisch rumwursteln, den dann mal fertig kriegen. Ich weiß, man kann beim Angeln gute Bücher holen, aber das ist natürlich immer zeitaufwendig, also... Hi. Wie geil. Kommt die da nicht mehr raus, doch? Hi. Hi. Ha. Hast du gedacht? Ey, warum hat der Hut keine Hitbox? Voll die Verarsche. Komm, wie die ganze Zeit dagegen trinkt. Ist ja blöd. Die trinkt die ganze Zeit Heal Potions, ne? Ja toll, jetzt hat die mich auch noch getroffen. Willst du mich verarschen? Okay. Dann lassen wir die einfach da, wo sie ist. Weil jetzt kann ich nicht sprinten wegen der super Party. Oh, es wird ja schon wieder hell. Ist ja alles gut. Bam! Und jetzt? Hi. Und? Ja, geht doch. Puh. Dann futtern wir mal gerade was. Gucken mal. Hatten wir noch Zuckerrohr? Nee. Aber wir können hier mal die Schalen reintun und das Eisen reintun und die Prismarinkristalle und Netherquarz und Prismarin und so. Das können wir alles mal hier reinräumen. Das rohe Fleisch haue ich mal gerade hier in den Ofen. Lassen wir mal laufen. Dann gucken wir mal gerade, ob wir irgendwo noch Zuckerrohr rumliegen hatten oder wir wirklich alles da hinten angepflanzt haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nö. Nö. Aber wir haben 3 Herzen des Meeres. Damit kriegen wir schon den halben Ozean erleuchtet. Yeah, einmal Zuckerrohr. Wow. Der Rest ist alles noch klein. Wow. Oh, das dauert aber auch. Dann kann ich das irgendwie mit... Ja. Alter. Bone Meal, was geht? Warum haben wir das nicht vorher gemacht? Ich bin ja so blöd. Ach, immerhin. Also immerhin sehe ich es ja ein, ne? Nur wenn man erkennt, wenn man seine eigenen Schwächen erkennt, kann man auch Verbesserungen herbeiführen. So. Bone Meal. Weißt du, ich versuche damit Schildkröteneier wachsen zu lassen und komme nicht auf die Idee, damit unser Zuckerrohr zu machen. Das ist ganz schön dämlich, ne? Eieiei, 49 Stück, so, geht doch. Und Knochen kriegen wir immer wieder zusammen. Von daher, sehr, sehr schlau. Oh, weia. Das muss an der Hitze liegen, ich kann nichts dafür. Hier. Zack, 48 Papier. Jetzt machen wir mal Bücher hier. Zack. Jetzt brauchen wir Bücherregale, wo sind die denn? Ja. Dafür brauchen wir noch Holz. Holz haben wir doch. Also Holz haben wir, oder? Muss mal wirklich hier ein bisschen automatisieren. Ich nehme einfach mal so viel mit, damit, weil ich nicht weiß, wie viel wir da brauchen. Bücherregale. Bücherregale. Okay, 5 Stück haben wir hingekriegt. Wow. Das ist ja unglaublich. Und jetzt können wir hier schon irgendwie Lapis reinknallen und wir kriegen... Achso. Rückstoß 1. Nehmen Sie sich der Gliederfüße Rückstoß. Hm. Können wir da irgendwie unsere Rüstung reinhauen? Ja. So. Und Dornen 1. Haltbarkeit 2. Haltbarkeit 1. Wenn ich das so mache, ist genau dasselbe, ne? Hm. Okay, jetzt einfach mal die nehme oder die nehme. Das macht doch einen Unterschied, ne? Also, das muss ja einen Unterschied machen. Dorne, nö. Explosionsschutz, Federfall ist cool. Federfall ist cool. Wenn ich jetzt den hier nehme, der ist ja schon verzaubert. Können wir da drüber verzaubern? Ne, können wir gar nicht. Okay.
Federfall ist schon ganz cool, aber brauchen wir eigentlich nicht. So, da haben wir nur Wasseraffinität drauf. Puh. Wir brauchen irgendwie Wasseratmung. Wo kriege ich die her? Angeln, ne? Am besten angeln. Wir haben ja schon Glück des Meeres 2, aber... Irgendwie, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock hier zu stehen und die ganze Zeit zu angeln. Bis ich so ein beknacktes Boot habe. Ich will nicht das Boot rumschubsen, ich will mal hier... So. Aber jetzt haben wir schon mal 5 Bücherregale, das ist schon mal ganz gut. Das ist so, yeah, ein Fisch. Komm schon, beiß an. Da, da, da. Yeah, gar nichts, weil ich war zu langsam. Hallo? Yeah, ein Fisch. Yeah, ein Fisch. Voll spannend hier. Weltbeste Unterhaltung. Danke, noch ein Fisch. Oh, Nemo. Nemo! Ein toter Nemo, ne? Also. Yeah, noch ein Fisch. Ich will ja keinen Fisch, ich möchte irgendwie ein Buch oder so. Also so ein Verzauberungsbuch, am besten mit Wasseratmung. Aber wir kriegen so viel Fisch. Man braucht eigentlich gar kein Essen anbauen, wenn man hier immer mal angeln geht. Das ist einfach... Weißt du, das Angeln ist so effektiv, wenn es ums Essen geht. Unfassbar. Natürlich muss man dann auch immer so ein bisschen Spaß am Angeln haben, ne? Aber letzten Endes ist das so ein bisschen... Danke. Oh, jetzt gib mir doch mal was Gutes. Was ist denn hier los? Hallo, Delfin. Nee, toll. Ein Level up und ein paar Fische. Gut, ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. War jetzt nicht so spannend. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Wie kriegt man mehrere Verzauberungen auf ein Item? Also, ich meine, ich kann ja nicht den Helm nochmal verzaubern. Ich denke, ich kann einfach nur mit einem Buch da noch was dazu schreiben, ne, im Amboss. Aber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich danke fürs dabei gewesen sein und tschö mit einem Fensterangler. Was machst du denn in meinem Boot? Hat sich einfach mal gerade da reingehauen. Wie blöd. Naja, tschüss.